Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie die Funktion des Druckluftrockners an eurem DAF, XF, gecheckt werden können. Wenn der Kondenswasserstand in den Druckluftbehälter zu hoch ist, kann sich die Bremswirkung verringern oder die Druckluftbremsanlage sogar ausfallen. Das ist nicht schön und deshalb gehen wir hinter unser Fahrzeug und sehen dort das dicke, fette Oschi-Teil. Das ist der Druckluftrockner, der am Druckluftbehälter selber angebracht ist. Und was haben wir dort? Oh yeah, dort ist ein Ring angebracht. Diesen Ring können wir nach unten ziehen. Dadurch öffnen wir das Ventil und lassen eventuelles Wasser ab. Bevor wir das aber machen, sollte der Motor Betriebstemperatur haben und der Vorratsdruck in der Druckluftbremsanlage sollte aufgefüllt sein. Wenn das der Fall ist, Motor abstellen und das Fahrzeug vorher, das Fahrzeug natürlich gegen Wegrollen sichern und dann checken wir den DruckluftrocknerDas solltet ihr alle paar Monate mal machen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!